Leute, ich habe schon wieder Post bekommen. Unglaublich, oder? Ich freue mich wie Bolle, aber ich weiß, was es ist. Sieh es mal nicht ganz so eine große Überraschung. Die Freude ist aber trotzdem nicht kleiner. Das Paket ist vom Gottfried, vom Bienenbastler. Und jetzt wollen wir mal gleich aufmachen. Lange Rede, kurzer Sinn, oder? So, und ich glaube zu wissen, was das ist, weil wir schon mal den Austausch hatten. Der Gottfried ist ja Imker und wir verfolgen uns gegenseitig, kommentieren uns gegenseitig, schreiben uns, ne? Und er hat Met gemacht. Aus seinem Honig, von seinen Bienen, nehme ich doch an, oder Gottfried, das ist von deinen Bienen und nicht von fremden Bienen. Und da habe ich geschrieben, ich biete mich an als Testschmecker. Und das hat der Gottfried sich gemerkt, das ist auch schon länger her. Das war bestimmt letztes Jahr im Herbst, Sommer oder Herbst, du musst lügen. Naja, das ist schon länger her. Jedenfalls war es jetzt soweit und hat er mich angeschrieben, so und so. Und ja, also gut, ja, klasse. Also ich lebe hier über YouTube wie Gott in Frankreich, kann man sagen. Ne? Dann schauen wir mal. Und schauen wir mal. So sieht's aus. Und will natürlich wohl verpackt sein. Kruschel, Kruschel, Kruschel. So, die ganze Verpackungsmüll, da kann man noch schön zum Anzünden das nehmen. Oh, das. Oh, da steht was jetzt. Das lese ich gleich vor, jetzt holen wir aber vorsichtig das raus. Boah, voll cool die Flasche, das gefällt mir so schon. Und also, habe ich ja auch schon in Videos getrunken, in früheren Videos. Und ich habe auch schon, also normal war das immer von der vom Rewe, den fand ich ganz gut. Weiß jetzt nicht, wie der heißt, will auch keine Werbung machen, also ihr habt den Namen mit dem Hersteller bzw. Vertreiber nicht gehört. Und als das nicht gab, habe ich auch mal über eBay, kann man Met kaufen, tatsächlich verschiedene Sorten gekauft, aber das war dann immer mit so komischen Beigeschmäckern, Lakritz-Met oder sowas, naja, egal. Alleine schon wegen der Flasche, voll cool. So, das werde ich jetzt vorlesen. Ich hoffe, es schmeckt. Die Geschmäcker sind ja verschieden. Viele Grüße, Gottfried, der Bienenbastler. Also ja, das muss man hier noch fünfmal einblenden. Der Bienenbastler, dass das jeder auch weiß. Und auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Also ich schaue ja beim Gottfried auch rein, auch wenn ich nichts blicke vom Imkern und von Bienen keine Ahnung habe. Es ist aber eine tolle Sache. Findet draußen statt und mit Tieren in der Natur ist einfach auch toll, ne? Und er hat natürlich auch Videos, wo er mal was bastelt, was baut oder ne, und so weiter im Garten. Und dann die gucke ich mir dann an, ne? Also Servus Martin, Vorsicht, der Matt hat Feuer. Ja, da will man nicht die ganze Flasche auf Ex trinken, nicht so wie sonst. Ne? Und habe hier schon schön ein Glas vorbereitet. Da muss man noch mal das Messer nehmen vielleicht. Ja. Der ist auch ein schöner Korken. Ich nehme an, Gottfried, du hast die Flaschen extra gekauft für den Met. Finde ich toll. Also das ist erstens mal eine tolle Sache an sich. Und dann auch passend. Und ich verlasse mich da bei ihm voll drauf. Das ist ganz anders, als wenn ich jetzt in den Laden gehe oder sonst was, wo ich nicht weiß, wo kommt das her. Das ist bestimmt ein
natürliches Erzeugnis. Hier ist noch ein Wappen oder ein Siegel, sagt man, glaube ich, ein Siegel oben auf dem, mach mal Fokus, ein Siegel auf dem Flaschen-Dingsbums-Hals, wie heißt das noch? So, das Plastik weg. Alles Plastik weg. Kriege ich das noch hin? Bisschen gefummelt und es wird ein bisschen langes Video, aber da müsst ihr jetzt durch. Bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende. Bis ich getrunken habe quasi. So. Das mache ich in Ruhe nachher, weil ich möchte eigentlich nicht, dass euch langweilig wird. Hier nochmal das Siegel. Ich weiß nicht, Gottfried, bedeutet das, was ist das dein Markenzeichen oder sowas? So, es geht los. Flasche auf. Lustig bei Korken, ich tue immer automatisch, so wie wenn man eine Schraube aufdreht, eine Flasche aufdreht, oben den Deckel, automatisch, aber beim Korken egal. Und los geht's. Ganz wenig und ganz vorsichtig, er hat mir das extra noch in der Mail geschrieben, ganz langsam machen und so. Und ich sage, los geht's, ich werde jetzt probieren auf dich, Gottfried, vielen lieben Dank. Ja, also der hat Prozente, auf jeden Fall hat der Prozente, das kann man so sagen. Und das ist auch was zum Genießen. Das ist jetzt nicht, hier zum Runterschütten oder so. Oder wie so ein Bier so nebenher. Ne? Das ist, finde ich, eher mal zum Schlückchen nehmen, dann wieder hinstellen und so. Ich glaube, ich bin schon beduselt. Sehr lecker. Total. Also mir schmeckt das. Nochmal nehmen. Ja, es ist so, man schmeckt den Alkohol raus, aber es ist jetzt nicht scharf oder bitter oder so. Vielleicht ein Löffel Honig. Ich werde heute Abend nochmal, also es ist ja jetzt schon die vorangeschrittene Stunde, heute Abend mir nochmal ein bisschen was davon heiß machen. Gottfried hat geschrieben, kann man warm oder kalt trinken. Und dann ist das nochmal anders. Dann ist der Geschmack nochmal anders. Und ein Löffel Honig mit rein, ne? Also Entschuldigung, wenn ich das so sage, wenn der Fachmann schaut, Honig, da hört er ja sofort hin und sagt, welchen Honig denn dann? Ja, aber besser als Zucker, ne? Ja, ich freue mich wie Bolle. Vielen lieben Dank, super Sache. Ein Hoch auf den Gottfried, ein Hoch auf unsere Community, dass wir uns immer schön Bescherung machen, zueinander halten und Spaß miteinander haben. Und in dem Sinne sage ich auch vielen Dank euch fürs Zuschauen. Denkt daran, geht raus, daheim sterben die Leute.